Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Maschmeyerstadt Hannover. Und mein Gast heute, der Chef von Windwärts. Ja, ich grüße Sie, Lothar Schulze. Mhm. Ja, hallo. Sie haben so ein Windunternehmen irgendwann gegründet. Wie kommt man da drauf? Ja, das Windunternehmen, das ist die Windwärts Energie GmbH. Und wie kommt man da drauf? Das liegt alles schon sehr lange zurück, 17, 18 Jahre ungefähr. 1994 haben wir gegründet. Und wir wollten damals ja nicht nur gegen irgendwas demonstrieren, also gegen die Atomenergie oder gegen was weiß ich was, sondern praktisch zeigen und selber versuchen zu realisieren, dass man was für die Energiewende, damals hieß das für uns auch schon Energiewende, dass man selber was machen kann und dass man auch mit seiner eigenen Kraft und Person quasi was machen kann. Und wir haben uns damals kennengelernt, Anfang der 90er Jahre schon, und wollten dann unser Windrad bauen. Sie haben mit einem Windrad angefangen. Ja, wir haben ja erstmal so ein bisschen, ich hatte schon ein bisschen Vorkenntnis, ich bin Geograf, ich habe hier die Gegend schon mal so ein bisschen sondiert, auch im Rahmen einer Studie, wo man denn hier günstige Standorte für Windenergieanlagen rund um Hannover finden kann, wusste also schon mal, wo ich mal hingucken könnte, und dann sind Roger Lutgen und ich mit dem Motorrad hier rumgefahren und haben erstmal so die Standorte abgeklappert. Und haben dann gesagt, Laatzen, so ein Hügel dort, südlich von Laatzen, da könnte man das sehr gut machen und da würden auch zwei Windräder hinpassen. Und dann haben wir halt im Grunde genommen erstmal einfach angefangen, da zu planen. Das war, kannte damals auch kaum einer hier und keiner wusste so richtig, wie man das nun macht. Und wir haben uns das natürlich dann so praktisch von der Pike auf praktisch alles beigebracht. Und es war ja jetzt dann auch zum ersten Mal so weit, dass die Windenergie auch hier im Binnenland praktisch auch nutzbar wurde, weil sich das natürlich weiterentwickelt hat. Und so hatten wir ja aus Mund-zu-Mund-Propaganda hauptsächlich dann nach relativ kurzer Zeit, nach einem halben, dreiviertel Jahr hatten wir 400 Leute, die gerne mit eigenem Geld irgendwo mitmachen wollten. Und so war es dann auch möglich, wirklich dieses Geld dann auch, das Eigenkapital für die erste Anlage, dann auch ja, zusammenzusammeln. Das war nicht in den letzten 10 Jahren oder so, das ist ja das fast 20 Jahre her. Das war jetzt 1993, haben wir im Grunde mit der Planung dieser ersten Anlagen angefangen und 1995 im Oktober sind sie gebaut worden. Sie sind ein eigenartiger Unternehmer, habe ich auf jeden Fall festgestellt. Die 80er Jahre haben Sie vor allem auf Demos irgendwie verbracht, so was ich so gehört habe. Ich weiß nicht, ob man davon so viel hören kann, aber ja, ich habe demonstriert gegen den Doppelbeschluss, also Friedensbewegungszeiten mitgemacht, gegen alles, was irgendwie mit Aufrüstung und so weiter zu tun hatte, aber auch gegen Atomenergie, in Gorleben auch teilweise mit demonstriert und in der Studentenzeit natürlich auch versucht, so mein Thema war immer die Verschulung im Studium auch zu, ja nicht, das war ja damals im Anfang eigentlich noch, damals konnte man noch relativ frei studieren und ich habe auch relativ frei damals studiert und ich bin auch der Meinung, dass es wirklich sehr gut tut. Und so habe ich mich halt gegen diverse Sachen im Prinzip auch als Demonstrant quasi mal engagiert, aber immer natürlich auch so ein Gefühl gehabt von, eigentlich kann man nicht so viel bewegen. Und wenn man dann irgendwo einer Polizeisperre gegenübersteht, dann kann man auch nichts mehr machen und hat so das Gefühl von Ohnmacht. Und irgendwann halt den Dreh gefunden im Grunde genommen, dass man auf die Art in Wirtschaft, in Unternehmen, als Unternehmer im Grunde viel mehr bewegen kann und die Ziele konstruktiv, positiv, letztlich ja auch zum Allgemeinwohl im Grunde, eigenes Wohl, Allgemeinwohl ja viel besser erreichen kann. Wenn man sich Ihr Unternehmen anguckt und Ihre Unternehmensgeschichte, Sie haben so ein rundum sorglos Paket für Ihre Mitarbeiter, also irgendwie ist das irre, was man da liest. Wieso werden die von hinten bis vorne total umsorgt? Ist das nicht manchmal zu viel oder so? Also würde zumindest jemand sagen, der vielleicht bei RWE arbeitet oder so. Also einmal rundum sorglos Paket. Kann man jetzt leider auch nicht so unterschreiben, weil die Mitarbeiter bei uns, die haben eine anstrengende, teilweise kräftezehrende und auch nervenzehrende Arbeit. Also ich möchte manchmal auch nicht mit jedem tauschen. Wenn eine Baustelle schwierig ist, dann ist dann natürlich Stress auch und enormer Druck und Termindruck, Kostendruck und alles Mögliche. Da sind wir einfach ganz normal in der Realität, wie andere Firmen auch. Und auch eine Projektentwicklung, wo man jahrelang sein Herzblut reinsteckt, dass ein Windpark irgendwo gebaut werden kann und am Ende kommt irgendwas nochmal dazwischen und das Projekt muss möglicherweise sogar begraben werden. Das ist auch persönlich wirklich sehr schwer zu verkraften. Und dann muss man sich auch gegenseitig beistehen. Und jetzt kann man bestimmt nicht sagen, dass unsere Mitarbeiter von vorne bis hinten irgendwie nur umsorgt werden, sondern am besten sorgen die sich gegenseitig, also dass sie sich auch gegenseitig beistehen. Und was man natürlich als Unternehmen machen kann, ist einen guten Rahmen für die Arbeit zu geben und sich wirklich auch darum zu kümmern und irgendwie auch teilzuhaben, irgendwie auch an den Schwierigkeiten und aber auch an den Erfolgen. Und das ist nicht etwas, was wir machen, weil wir so toll und irgendwie so nett sind, sondern weil das auch für das Unternehmen und auch für die Mitarbeiter, die gehören zum Unternehmen, das ist die Basis für unsere Arbeit, da wird die Arbeit gemacht.
Das ist letztlich auch unternehmerisch ein Erfolgsfaktor und ganz entscheidend, weil wir wollen, dass die Leute gesund bleiben, dass sie in einem relativ guten Gleichgewicht zwischen Arbeit, Erfolg, sicherlich Stress ist ja auch nicht immer nur schlecht, also ein bisschen Anforderungen gibt man sich ja auch selbst, muss man auch haben, aber dass das ein Gleichgewicht herrscht, was auch wirklich eine nachhaltige Mitarbeit auch ermöglicht. Ich kann aus der persönlichen Erfahrung berichten, wenn ich Unternehmen besuche und Leute kennenlerne, gibt es einen Unterschied zwischen den, für mich einen Unterschied zwischen den Unternehmen, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind, von Leuten, die Geschäfte machen und von den und den Unternehmen, wo Pioniere noch mit am Werk sind, da erlebe ich eher so Geschichten, wie sie es haben. Woran liegt das? Ja gut, wir hatten damals als ganz am Anfang wirklich nur die Idee, diese beiden Windräder zu bauen. Und wir hatten nicht die Idee, eine Firma mit 140 Mitarbeitern, die international in mehreren deutsch-europäischen Ländern aktiv ist, zu gründen. Diese Vision hatten wir nicht. Wir hatten die Vision, dass wir die erneuerbaren Energien brauchen. Dass Wind als unerschöpfliche Energie und dann auch die Photovoltaik die Zukunft ist für die Menschheit. Das war unsere Vision. Und dieser Inhalt, der war uns wichtig. Wie wir das dann machen und was sich dann konkret weiter ergeben hat, das konnten wir damals noch gar nicht absehen. Und ich glaube, dass natürlich bei, wenn wir das so sagen, es gibt auch heute Idealisten und es gibt auch heute, damals gab es auch schon Geschäftemacher. Also wenn wir jetzt so wahrgenommen werden, finde ich das natürlich toll, weil die Idee zieht. Also die Idee muss irgendwo überzeugen, das ist das, die große Kraft, die dann da ist. Und dann ist das, natürlich macht man Geschäft und natürlich muss man irgendwie auch wirtschaftlich überleben als Unternehmen. Und die Mitarbeiter wollen ja auch die Sicherheit haben, dass ihre Arbeitsplätze da auch bleiben und nicht, dass man sagt, oh ja, jetzt hat es mal nicht geklappt, jetzt könnt ihr alle nicht mehr Gehalt kriegen. Also da ist ja die Abhängigkeiten sind da und die Realitäten sind da. Aber die Idee, die ist, glaube ich, bei uns auch tatsächlich die bleibt lebendig. Ein Riesenteil dieses Landes, also ein großer Prozentanteil, ist für die erneuerbaren Energien. Weiß das die Bundesregierung? Weiß das Herr Rössler? Sollte er vielleicht mal gucken, was so die Statistiken sagen, wie die Akzeptanz der erneuerbaren Energien ist. Die liegt nämlich bei über 90%. Und ich glaube auch, Röslers Bemühen, da immer wieder irgendwie zu untergraben, der bringt ja auch komische Zahlen. Sagt er, 6 Milliarden kostet die Photovoltaik und bringt nur 3,5% oder irgendwas am Strom. Das sind Zahlen, die jegliche Verhältnismäßigkeit gar nicht haben. Und wenn man 180 Milliarden irgendwie für einen europäischen Rettungsschirm irgendwie hat, dann ist die Bevölkerung mittlerweile ja an eine ganz andere Größenordnung gewöhnt. Ich glaube, es zieht nicht wirklich. Und es sind Versuche, die wir im Moment erleben, ja aber auch durch die Bank in den Medien erleben, die erneuerbaren Energien praktisch so in Misskredit zu bringen. Und ich glaube aber, es wird nicht verfangen, weil die Bevölkerung hat die Zeichen verstanden. Fukushima war nochmal ein Aspekt, aber auch, das ist ja nachhaltig. Also das ist ja, Tschernobyl wird man nie vergessen. Das ist passiert und das darf sowas nicht passieren und das darf hoffentlich nie in Europa irgendwo passieren. Forsmark in Schweden war haarscharf, dass da was Großes hochgegangen wäre und das mitten in einem Land wie Schweden. Also von daher, wir müssen aus der Atomenergie raus. Und was ich im Moment an dieser Kampagne, das kann man ja schon so erleben, was mich im Moment persönlich richtig ärgert, ist, dass diese Leute, die immer permanent sagen, die Energiewende wird zu teuer, dass die gar keine andere Lösungsperspektive anbieten. Die lassen letztlich die Leute mit dem Gefühl, oh, die Energiewende klappt womöglich nicht, aber wir stellen aber auch keine Entscheidungen für die Energiewende und für den Atomausstieg in Frage. Ja, was soll man denn dann noch machen? Also wenn ich jetzt mal Bürger wäre, der sich einfach fragt, wie soll es denn weitergehen, dann würde ich ja im Moment den Kopf in den Sand stecken, weil ich sage, Mist, Energiewende klappt vielleicht nicht und andere Sachen klappen auch nicht. Und dabei wissen wir alle, dass die erneuerbaren Energien die Energieversorgung ja wirklich als einzige im Grunde genommen auf die Dauer irgendwie sichern können. Ich muss aber trotzdem eine fiese Frage in die Branche hineinstecken. Warum wird denn immer mehr ausgespielt zwischen Photovoltaik und Wind und allem drum und dran? Warum werden da Spielchen getrieben? Ist das, kommt das von innen oder von außen? Da werden sicherlich dann eigene Brancheninteressen in der eigenen Sparte, sei es die Photovoltaik, die ja ziemlich rasiert worden ist jetzt im letzten halben Jahr, die sich wehrt und die dann den Vergleich aufmacht, dass die Photovoltaikvergütung schon niedriger ist inzwischen als die Offshore-Vergütung. Die Offshore-Industrie ist ein bisschen, na, die haben einen relativ guten Draht zur Politik, also die müssen jetzt nicht sich von anderen so leicht abgrenzen, sondern die können eher aktiv ihrs verfolgen. Ich bin der Meinung, wir sollten ganz, ganz doll aufpassen, dass nicht die eine erneuerbare Energie gegen die andere ausgespielt wird, weil wir brauchen die Photovoltaik, wir brauchen die Photovoltaik auch nicht nur irgendwo im Allgäu oder in Baden-Württemberg, sondern wir brauchen die auch in Norddeutschland. Wir brauchen auch Windenergieanlagen in Süddeutschland, auch wenn der Wind dort natürlich ein bisschen schwächer weht, weil wir haben eine Menge Themen noch zu bearbeiten bei der Energiewende und es wird nur funktionieren, wenn da alle letztlich ihren Anteil leisten und dazu gehört für mich auch die Offshore-Windenergie. Also man sollte auch nicht sagen, Offshore ist nun teuer, es ist teuer. Es hat auch, man kann fast sagen, vielleicht ungeahnte Schwierigkeiten und Verzögerungen, aber die Energie, die dort im Meer irgendwie praktisch ja ungenutzt über die Nordsee bläst, die sollten wir schon auch nutzen. Man sollte natürlich gucken, dass es möglichst auch kosteneffektiv wird und da ist eine Windenergieanlage im Binnenland natürlich, der Strom kostet nur die Hälfte. Wie ist es denn jetzt mit den Strompreisen, die da festgelegt werden?
Na, wir haben das EEG, Erneuerbare Energiengesetz. Das ist die wichtigste Voraussetzung und das einzige wirkliche Erfolgsrezept für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wer andere Systeme fordert wie die FDP, der will eigentlich nur bremsen und das ganze System zum Abwürgen bringen. Unternehmen wie wir sind, die jedes Projekt im Grunde einzeln mit einer Bank finanzieren müssen, da muss das Projekt dann im Wesentlichen die Sicherheit sein. Dafür brauchen wir sowas wie das EEG und dafür brauchen wir diese Festpreise. Und es gibt natürlich im Moment eine Kostendiskussion, gerade auch was die EEG-Umlage angeht. Meiner Meinung nach ist aber das EEG mit konstanten Preisen für 20 Jahre eigentlich das effektivste System. Weil es wird ja durch die Inflation praktisch, unser Vergütungssatz steigt ja nicht mit der Inflation irgendwie mit, der bleibt 20 Jahre konstant. Gehen Sie mal zu E.ON, RWE oder irgendeinem hin und sagen, das Kraftwerk, was du hier planst, du kriegst so und so viel Cent, aber für 20 Jahre konstant. Also ich glaube, die würden einem auf Deutsch gesagt den Vogel zeigen, würden sagen, wie, 20 Jahre lang können wir unsere Preise nicht anheben. Ich erlebe, dass die im Moment also halbjährlich oder jährlich die Preise anziehen und die werden sich das nicht nehmen lassen. Wir lassen uns darauf ein, dass wir sagen, okay, ich weiß nicht, was in 20 Jahren die Vergütung für eine Kilowattstunde Windstrom dann real noch wert ist durch die Inflation, aber ich lasse mich darauf ein, dass ich heute investiere und 20 Jahre lang diese Vergütung kriege. Das heißt, real ist es eine Senkung, eine Absicherung. Und was mich wirklich aufregt, ist, was unbedingt auch geändert werden muss, das ist dieser Wälzungsmechanismus im EEG. Also wir haben durch diesen Mechanismus, wir speisen ja ins Stromnetz ein, bekommen vom Netzbetreiber unsere feste Vergütung. Der übernimmt dann natürlich den Strom und verkauft ihn dann virtuell in Leipzig an der Strombörse. Wobei der Strom aber dort, weil der Brennstoff ja nun nichts gekostet hat, Wind und Sonne, der Strom dann dort praktisch mit 0 Cent in Konkurrenz zu Kohlestrom, Gasstrom und allen möglichen anderen und natürlich auch noch der Atomenergie, dann in Konkurrenz zu denen praktisch in den Markt reingeht, aber mit einem Preis von 0 Cent. Das heißt, die Einspeisung von erneuerbaren Energien drückt den Börsenpreis. Und im letzten Jahr, trotz Abschaltung von 8 Atomkraftwerken, ist der Börsenstrom um über 1 Cent gesunken, von 6,3 auf 5 Cent, glaube ich, ungefähr. Das heißt, und das Gemeine daran ist, die EEG-Umlage, die im Moment überall diskutiert wird und kritisiert wird, weil sie steigt. Die steigt vor allen Dingen deswegen, weil der Verrechnungspreis, nämlich der Börsenpreis, durch die erneuerbaren Energien selber gesenkt wird. Das heißt, ich senke den Preis, an dem ich nachher gemessen werde. Das ist aber nicht mein, ich trage nicht zu höheren Kosten bei, sondern ich sorge für niedrigere Kosten und werde aber mit meiner eigenen Darstellung benachteiligt. Wenn das nicht geändert wird, dann wird es tatsächlich schwierig werden, in Zukunft den Ausbau der erneuerbaren Energien tatsächlich aufrechtzuerhalten. Das System hat praktisch einen Webfehler und es bringt sich quasi selber um. Und das, was wir natürlich auch anders sehen, was ja auch für die Energiewende notwendig ist, sind Speicherkraftwerke, sind aber auch flexible Kraftwerke, die praktisch die Lücken, die Wind und Sonne lassen, dann ausgleichen können. Und für diese, auch für Speicher, die Projekte werden im Moment aufgegeben. Also da im Schwarzwald Schluchsee, das Projekt, was auch viel diskutiert worden ist, im Moment steht die Entscheidung nach meinen Informationen auf der Kippe, weil einfach die sagen, ja, durch die Photovoltaik ist mittags der Strompreis niedriger geworden als früher. Das heißt, man kann mit Speicherung von Strom im Moment kein Geld verdienen. Das heißt, da werden im Moment keine Weichen gestellt, um diese Energiewende wirklich auch auf Dauer, die hat ja einen langen Zeitraum. Natürlich wird man das nicht in 10 Jahren alles hinkriegen. Zwar sind die nächsten 10 Jahre erstmal sehr entscheidend, die dürfen wir nicht verpassen. Aber im Grunde zum kompletten Erfolg wird es erst in 30, 40, 50 Jahren werden. Und im Moment werden aber die Weichen nicht gestellt, dass man die Strukturen schafft, die dann auch tatsächlich diese volle Versorgung mit erneuerbaren Energien sichern. Meine letzte Frage. Was ist Ihre größte Vision im Moment? Meinen Sie im privaten Bereich oder im Unternehmensbereich oder im politischen Bereich, was die Erneuerbaren angeht? Bleiben wir mal bei Ihnen als Unternehmer. Okay. Na, wir haben jetzt 270 Megawatt an Leistung im Bereich Wind und Sonne und eine Biogasanlage errichtet. Boah, ich würde schon ganz gerne so auf 1000 Megawatt kommen. Das ist so die Leistung, die in der Größenordnung liegt, was ein Atomkraftwerk hat. Und wenn wir das als Unternehmen, damals gegründet mit 5 Leuten und 1994, wenn wir das dann so am Ende praktisch irgendwann mal erreicht haben, dann wäre es ein echter Erfolg. Das finde ich toll. Also vom Revoluzzer zum Unternehmer, ein Pionier. Schön, Sie kennenlernen zu dürfen. Und ja, ich hoffe, wir unterhalten uns nochmal irgendwann vielleicht im Herbst oder Frühjahr nächsten Jahres oder so. Es hat mir sehr gut gefallen hier in Hannover bei Ihnen. Und Maschmeyer hatte eh abgesagt. Der wollte nicht. Und ich bin auch viel lieber mit Ihnen hier zusammen. Ich würde auch noch sagen, Hannover ist nicht nur die Maschmeyer, sondern auch die Maschseestadt. Okay. Gehen Sie mal hin, ist ganz schön. Dankeschön, Herr Schulze, und viel Erfolg auf Ihrem Weg. Und ich bedanke mich auch bei euch, meinen lieben Abonnenten. Und das nächste Mal gibt es einen Perspektivwechsel. Mein Gast ist Ralf Güldner von E.ON. Das ist der Vorsitzende der Geschäftsführung. Bin gespannt, worüber wir uns da unterhalten. Ansonsten grüße ich euch und bis zum nächsten Mal.